Hi! Und ja, ich habe kurze Haare. Oder kürzere. Fühle mich damit viel wohler. Ich bin ein bisschen kränklich. Also, falls ich irgendwelche Niesattacken kriege, versuche ich die rauszuschneiden. Wir machen es uns heute ein bisschen bequem beim Video. So. So. Wir werden heute mal so ein bisschen über Skinpicking sprechen. Wer mir folgt, weiß, dass ich da ein Problem mit habe. Wer mir folgt auf meinem anderen Kanal, weiß ja, dass ich die ADHS-Diagnostik habe jetzt dann demnächst. Ich mache mir volle Kanne ins Hemd. Ich bin super nervös diesbezüglich. Und ja, wenn es da Zusammenhänge gibt, weil ich will unbedingt Medikamente ausprobieren, weil ich merke immer wieder, wenn ich, also jetzt habe ich den vierten Tag hintereinander, ich bin jetzt zum fünften Tag. Ich mache mir übrigens meinen Pinsel mal pro forma sauber, ich muss nachher unbedingt meine Pinsel sauber machen. Also bin jetzt am fünften Tag, 4 Tage hintereinander, war ich nicht in meinem Gesicht. Das ist eine große Sache. Ich habe das auch schon mal 2 Monate geschafft. Aber das Problem an einem, das ist ja ein Zwang, Skinpicking. Das Problem an einem Zwang ist halt einfach, das geht davon nicht weg. Da müssen wir uns deutlich drüber sprechen. Wenn du dir einen Zwang nur verbietest, kommt der Zwang immer wieder durch. Ich habe übrigens hier mein Alverde. Und man muss den Zwang immer verstehen lernen. Warum macht man es? Und ich habe bei mir so ein bisschen den Eindruck, erstmal, wenn ich zu überreizt bin, dass ich dann an mein Gesicht gehe. Also zu vielen Reizen. Ich kann Reize nicht filtern. Also das habe ich ja schon mit meiner Therapeutin zusammen rausgefunden, dass ich da Schwierigkeiten habe und ich mir da halt Mittel und Wege suchen sollte, wie ich das schaffe. Ich habe eine Reaction auf Nessas Video gemacht, wie es ist, chronisch krank zu sein. Und da hat sie das Beispiel mit den Löffeln auch gebracht. Und ich finde das halt so enorm passend. Ich sage immer Energiekonto. Als Mensch mit ADHS ist es halt so, wenn ich es habe. Na, also bei mir hört die Reise auf, wenn jetzt bei der Diagnostik nichts rauskommt. Habe ich für mich beschlossen. Da bohre ich dann nicht mehr nach. Und es ist für mich dann auch nicht schlimm, wenn da nichts rauskommt. Ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Man merkt, das ist nicht meine Woche. Absolut nicht. Ich bin gerade dabei, wie gesagt, mein Gesicht in Ruhe zu lassen. Und dieses Skinpicking ist meiner Meinung nach so ein Mechanismus, also Stimming. Es gibt ja Menschen mit ADHS, die ständig irgendwas in der Hand haben müssen zum Spielen. Und das versuche ich gerade so ein bisschen abzuleiten. Ich habe von Abonnenten von mir solche Bälle gekriegt. Na, da kannst du so ein bisschen rumspielen. Und das versuche ich gerade so ein bisschen abzuleiten. Also, es klingt jetzt zwar blöd, und zwar ein Ersatz, Zwang zu finden, der weniger schädlich für meine Haut ist, weil, sagen wir es Tacheles, das ist nicht gut für die Haut, echt nicht. Das war ein bisschen zu wenig. Ich muss noch mal ein bisschen. Und jetzt ist halt gerade der vierte Tag. Habe ich wieder so einen Schatten. Jetzt ist gerade der vierte Tag und das bringt mich halt komplett raus, wirklich. Ich brauche irgendwie was, wo ich dieses. Also.
Ich empfinde Hyperaktivität in meinem Kopf gerade, dadurch, dass ich das nicht so durch meinen Zwang ableiten kann. Und das macht mich so ein bisschen wirr und unkonzentriert. Auch man merkt mir das so ein bisschen an. Naja. Und so mein Plan ist halt, wie gesagt, Medikamente nehmen und mal gucken, welche Auswirkungen das auf mich hat im Alltag. Ich glaube, das wird ganz interessant sein. Jetzt habe ich wieder einen Schritt vorausgemacht. Ich hätte jetzt erst den Concealer verwenden sollen. Mein Corrector habe ich gar nicht hergelegt. Naja, egal. So. Und wir müssen auf jeden Fall aufhören, dass das uns peinlich ist, dass wir solche Zwänge haben, weil davon sind so viele Leute betroffen. Das ist einfach nichts, wo man sich schämen sollte. Na? Nur meiner Haut würde es besser gehen. Ich hätte da wie diese Macke hier oder diese Macke hier. Ich hätte weniger Macken im Gesicht, weil Pickel habe ich keine mehr. Ich habe halt so verstopfte Poren. Mal ab und zu so ein paar Unterlagerungen, aber das war's dann. Und ich, Idiot, mache da halt immer dran rum. Und das macht die Situation nicht besser, sondern Entzündungen. Und das ist halt nicht so geil. Ja, 4 Tage, drückt mir die Daumen, dass, wenn ihr das Video seht, ich immer noch dabei bin. Dann dürfte es wahrscheinlich 12 sein oder so. Dann dürfte ich wahrscheinlich auch direkt in der Woche sein, wo meine Diagnostik ist. Ich bin schon so ein bisschen, das bin ich ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen nervös, was das betrifft. Aber das wird schon gut. Weil der Psychologe, der das bei mir macht, der ist echt nett. Der ist wirklich nett. Ich habe mit dem schon telefoniert. Und das nimmt mir schon so ein bisschen Stress raus. Aber dafür habe ich halt immer noch keinen Psychiater. Und der Psychiater ist in diesem Schauspiel der Arzt, der die Medikamente verschreibt. Der Psychologe darf das nicht. Also, so wie ich jetzt erfahren habe, da dürfen Psychologen und Psychotherapeuten das schon, wenn sie eine Zusatzqualifikation irgendwie haben. Also so eine Erlaubnis oder so, keine Ahnung. Oder wenn sie halt korrespondieren mit einem Arzt zusammen. Das ist in meinem Fall noch nicht so. Aber da bilden sich in Zukunft Strukturen, die für jeden einfach mega hilfreich sein werden. Denn die Medizin hat einen Fehler gemacht. Medizin hat ADHS damals abgelegt unter dem Motto Kinderkrankheit und verwechselt sich. Fakt ist, das muss ich an der Stelle auch sagen, die Symptome werden, je älter du wirst, anders, aber sie sind nicht weg. Manch einer empfindet das vielleicht sogar, als dass sie weg sind. Und man darf das halt auch nicht vergleichen, bloß weil der eine Leidensdruck hat, der andere das vermutlich nicht. Ne? Also nicht an jeder. Ich verwende halt mal die. Ich habe die jetzt schon so lange und nutze die irgendwie nicht. Nicht an jeder hat Leidensdruck. Ich habe den schon, weil bei mir das halt Auswirkungen auf meine Aktivität hat, auf meine Konzentration hat. Es gibt für mich halt so Dinge im Alltag, die mache ich halt einfach nicht. Nicht, weil ich sie nicht machen möchte und das ist so schwierig zu erklären, sondern weil mein ganzer Körper mich auffällt. In dem Fall empfehle ich Sarah Kuttner, die macht da richtig coole Videos dazu. Auch dieses, wir sind ja immer in so einer Spirale, dass wir uns schämen, weil wir uns nicht erklären können, weil es halt immer noch so ein Tabuthema ist. Und mir hat das so einiges beigebracht, wie gesagt.
auch Menschen anders und besser verstehen zu können. Allerdings durch das, dass ich halt weiß, wenn ich eventuell neurodivergent bin, dass ich eventuell halt Leute eben auch angezogen habe, die es eben auch sind. Speziell auf Freunde angesprochen jetzt. Diesen Lidschatten sieht man bei mir gar nicht. Wie geil ist das denn? Ja, das kriegt man durchweg mit. So, das ist gar keine Seltenheit. Ich finde das super interessant. Egal, wenn man irgendwelche Dokus dazu anguckt, auf YouTube sich Dinge anguckt, sich Dinge durchliest, taucht immer wieder der Satz auch, neurodivergente Menschen ziehen sich gegenseitig halt auch an. Klar, du hast bestimmte Muster an dir, die findest du dann an anderen wieder und deswegen verträgt man sich halt so gut. Und es ist halt mega interessant, eben die meisten Leute haben oder verbinden mit ADHS immer noch dieses laute Kind, was rumschreit. Und ich dachte das ja auch bis Januar noch. Ich habe ja auch zu meiner Therapeutin damals gesagt, so, ich habe es nicht. Ich bin nicht laut. Ich bin nicht verpeilt. Und man sieht es ja an sich selber immer ein bisschen anders. Aber unterbewusst habe ich mich ja schon mit der Thematik auseinandergesetzt. Also die Lidschatten aus der kleinen Palette sind nicht so gut. Merke ich gerade. Zumal Mathe-Lidschatten eh ein bisschen schwieriger zu handeln sind. Die andere Lidschattenpalette ist cooler. Die ist definitely cooler. Ja, ja, so ist das, ne? Also ich möchte mir einfach abgewöhnen, dass mir so Dinge wie Zwangsstörungen peinlich sein sollten. Ich finde zum Beispiel Menschen mit Autismus super interessant. Ich bin jetzt auch so ein bisschen mit Autismus auseinandergesetzt. Das ist was, was... Also das, was bei mir an Symptomen eventuell in Frage kommt, kreuzt sich halt mit dem ADHS. Und meine Therapeutin hat ja damals mir auch gesagt, Autismus kommt für mich nicht in Frage, also die Autismus-Spektrumstörung. Aber es ist so interessant, wer da jetzt alles betroffen ist. Ich habe jetzt vor kurzem erst erfahren, dass OS das auch ist, ne? Und dass uns aus uns trotzdem was werden kann. Ich bin halt in meinem Leben ständig falsch abgebogen. Das war halt das Problem. Aber sowas von. Und ich muss nur so einen Weg finden, wie ich mit dieser Überforderung umgehen kann. Na, also manchmal reicht es mir schon, aufzustehen und einfach nur wach zu sein. Und ich bin schon in so einem Modus, wo mein Körper einfach nicht mitmachen möchte. Du weißt selber, so... Du musst jetzt deine Routine durchziehen, du musst den Tag beginnen, du musst deine Arbeit beginnen. Und nichts klappt so richtig. Aber, wie schon gesagt, ich höre auf, über das Thema zu sprechen. Ich bin jetzt nach dem 26. Also ich denke mal, ich kriege am 26. schon meine Diagnose. Und jetzt am 26. gar nichts bei dem Thema rausgekommen ist. Aber ich weiß nicht, ich habe, als mir das meine Therapeutin gesagt hat, ich bin auseinander gegangen, ich habe glaube vier Tests gemacht. Und bei allen vier Tests, also einer war ganz einfach, einer war sehr detailliert, der andere war auch so in dem Bereich detailliert, noch so ein einfacheren. Und alle vier Tests, bei allen vier Tests rausgekommen,
dass bei mir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, ADHS zu haben. Und ich merke das ja selber bei Menschen, die irgendwie erzählen, so, ja, sie sind durch TikTok, haben sie sich diagnostizieren lassen, erst Selbstdiagnose und so. Ich merke das ja selber an mir, dass man die Menschen so ein bisschen ungerechtfertigt, wie sagt man so schön, in eine Ecke drängt. Weil bei mir war es ja nicht die Selbstdiagnose, sondern bei mir war es ja die Fachfrau sozusagen, die das an mir festgestellt hat, die aber offiziell nicht diagnostizieren darf. Das ist halt nochmal so eine Sache für sich. Und ja, und dann denkt man sich immer so, aber andererseits, viele, die sich eben, also erst die wie sagt man, Selbstdiagnose gemacht haben und dann sich eben professionell diagnostizieren haben lassen, die haben es ja dann auch, ne? Also irgendwo, du spürst das ja irgendwo auch in dir. Bloß ich muss bei mir echt sagen, wenn bei mir halt nichts rauskommt, dann geht keine Welt unter, sondern dann höre ich an der Stelle auf zu suchen. Aber ich weiß schon, ich habe das schon so ein Gefühl, dass ich mir da gar keine Sorgen machen brauche. Das ist auch irgendwie, Sorge ist irgendwie das falsche Wort. Denn ich mache mir keine Sorgen. Wenn ich es nicht habe, habe ich es nicht. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Mädel, das Asperger hat. Und die hat damals schon bei mir festgestellt, irgendwas ist bei dir. Vielleicht hast du auch Asperger. Asperger habe ich nicht. Aber das ist mir irgendwie hängen geblieben. Die hat an mir schon festgestellt, so, du bist anders als die anderen. Und Menschen, die eben Autismus haben, die sind furchtbar ehrlich. Inzwischen weiß ich das. Damals wusste ich das nicht. Also, ich habe mich schon in dem Moment so vor den Kopf gestoßen gefühlt. Aber wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß das halt auch. Und das ist mir einfach so im Gedächtnis geblieben, wie sie dann gesagt hat, so, irgendwas ist mit dir. Vielleicht hast du auch Asperger. Und sie wollte halt so ein bisschen darauf ausziehen, so, hey, du bist ja auch neurodivergent, wie ich auch. So, Autisten sind ja meistens so richtig schlau. Haben Probleme im Umgang mit anderen Menschen. Aber sie sind super, super schlau. Haben irgendwelche Begabungen und das kann ich alles nicht bieten. Aber ich kann irrsinnig gut andere Leute zutexten. Oder eben auch wieder nicht. Da hat die Jess vor kurzem mit der Rebecca wieder ein geiles Thema in ihrem Podcast TikTok gehabt. Nee, nicht TikTok. Ping-Pong, nicht TikTok. Und dann ging es halt auch darum, dass zum einen bist du im ersten Moment richtig laut, kannst Leute zutexten, im nächsten Moment hast du halt keine Kraft mehr. Es sind halt immer diese zwei Extreme, die andere Leute manchmal nicht verstehen können. Manche wollen es auch nicht verstehen. Da kann man dann auch nicht helfen. Aber das ist halt dieses Ding mit dem Energiekonto. Und nein, ich kann das ja auch nicht immer gut einteilen, ne? Ich glaube, mein Eyeliner sitzt heute. Jawohl. Das ist halt, ich sag's immer so bildlich. Ich habe eine Summe X für 7 Tage. Und diese Summe X ist jetzt nicht besonders viel Kohle auf dem Konto, aber man kommt damit zurecht. Na, und wenn ich diese Summe X aber
schon komplett ausgebe am ersten oder zweiten Tag, dann wird es scheiße in der Restwoche über. Also muss ich mir immer Mittel und Wege finden, wie ich gut zurechtkomme. Bei mir ist es der Sport. Jetzt war ich die Woche über leider kränklich. Mein Immunsystem macht gerade nicht so gut mit. Und muss ich halt mal wieder so ein bisschen Sportpause machen. Ich werde aber am Montag wieder gehen, weil ich einfach merke, so dass der Ausgleich fehlt mir komplett. Ist nicht geil. Das ist nicht geil. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. So. Ach so, ich wollte euch noch einen Teil zeigen. Habe ich jetzt komplett vergessen. Ich habe übrigens, das war mein Kajal gerade. Das war meine Membantusche. Alterer, aber ist nicht so toll. Und Dinge habe ich euch schon gezeigt. Ich wollte euch immer mal so ein kleines Teil zeigen aus meiner Sammlung von früher. Das ist was, was ich damals unbedingt haben wollte. Eine Limited Edition. Ich weiß gar nicht, hat das MAC noch? Das ist die Wonder Woman Edition gewesen. Muss ich aufpassen, dass das Ding nicht rausfällt. Ein Blush, den ich nie richtig verwendet habe, weil lustigerweise die Farbe ist gar nicht meins. Ich weiß nicht, habe ich das in meiner blonden, das habe ich wahrscheinlich in meiner blonden Phase gekauft. Das passt halt nicht so wirklich zu mir. Und dieses Braun, jetzt gerade eben nochmal versucht, da geht halt fast nichts weg. Das Braun kannst du halt echt vergessen. Das gab es bei MAC immer wieder, dass die Sachen halt von der Qualität her mies waren. Aber ich bin ehrlich, ich habe das Packaging gekauft. Ne, also ich kann mir noch daran erinnern, dass ich mir überlegt habe, den Lidschatten zu kaufen und dann habe ich nur den Blush gekauft. Und den werde ich auch weiterhin aufbehalten, weil ich finde, das sieht schon stylisch aus. So. Kann man sagen, was man wollen. Drauf machen tue ich es jetzt nicht. Drauf machen tue ich einen anderen älteren Blush. Der ist von Catrice. Das ist so ein ganz normaler, simpler Verlauf. Oh, der ist schon so alt, dass jetzt gerade was abgebrochen ist. Oh yeah. Oh yeah. Ich mag halt mehr so subtile Sachen. Ich meine, gut, in meinem Alter ist es auch einfach besser, ein bisschen mit subtileren Sachen zu arbeiten. Es muss halt einfach auch passen. So. In letzter Zeit habe ich wieder so ein bisschen Bock auf Lippenstift. Ich bin gerade mich so ein bisschen am Fragen, so möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ich werde noch mit mir so ein bisschen ausdiskutieren und ansonsten mich mal bei Catrice und Co. umgucken und schauen, was es da so an Farben gibt. So, Highlighter, der ist eben auch alt. Den habe ich, weiß nicht, ob du noch hier bist, von einer Abonnentin gekriegt. Weil meinen hat es zerlegt. Den habe ich, glaube ich, irgendwie runtergeschmissen oder so. Bei Highlighter muss man sich halt immer so ein bisschen sagen, je nachdem, welche Firma man da unterstützt. Der Make-up-Bau ist halt auch alles andere wie nachhaltig, ne? Also, da ich gerne zu Bioprodukten greife, bei dekorativer Kosmetik,
versuche ich das auch weiterhin so zu machen. Aber halt, wenn man so herkömmliche Sachen hat, da halt wirklich achtsam damit umgehen und nicht einfach zu kaufen und dann wegzuschmeißen. Ich habe so viel weggeschmissen von meinem Zeug. Ich war alles andere wie achtsam, ne, an der Stelle. Das muss man an der Stelle echt auch sagen. Tja. Wunderbar. So lässt sich's machen. Pony sitzt wieder. Das ist so ein Unterschied, wenn die Friseurin meinen Pony schneidet. Ich habe ja jetzt so zweimal selber darin rumgeschnitten. Und was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich sage danke fürs Einschalten. Das sage ich nämlich jetzt, weil ich bin fertig. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.